Görlitz, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann stimmt oft tatsächlich etwas nicht. Françoise W. 62, ist schon seit Ewigkeiten Fan von Schauspieler, Moderator und Schlagerstar Florian Silbereisen, 42. Als dieser sich plötzlich bei ihr meldete, gab es erst Freude, dann Verwunderung und schließlich berechtigte Skepsis. Denn in Wirklichkeit steckte ein Betrüger dahinter. Wenn die Kinder es machen, tut es die Mutter oft auch, um zu sehen, was die Jugend dort so treibt, hat Françoise ebenfalls einen TikTok-Account. Da habe ich ein Video vom Florian Silbereisen gesehen. Am 13. Mai war das. Dann hat er mir so ein Winksymbol geschickt und gefragt, ob ich ein Fan bin. Das ist Françoise W. Natürlich, und so war die Freude groß, als er ihr seine angebliche Tour-Handy-Nummer gab und die Unterhaltung auf WhatsApp wechselte. Er schickte mir ein Bild von sich und Christian Anders, sagt sie. Da glaubte ich erstmal, dass er es tatsächlich wäre. Sogar ein angeblicher Ausweis folgte. Chat mit betrügerischer Absicht, doch dann machte eine Sache sie skeptisch. Er wechselte oft zwischen du und sie, so die Frau aus Görlitz. Außerdem nannte er mich Liebes und Liebling. Ich dachte, der kennt mich doch gar nicht. Dass es Betrug war, wurde klar, als der Promi plötzlich auf Geld zu sprechen kam. Ich sollte ihm eine 300-Euro-Gutscheinkarte schicken, damit er seine Musik hochladen könne. Dabei hat er doch wirklich genug Geld. Der Betrüger versprach noch, später 50.000 Euro zu zahlen, drohte mit Kontaktabbruch. Doch Françoise W. tat das einzig Richtige und zeigten den falschen Silbereisen an. Auf den echten lässt sie jedoch nichts kommen. Er hat eine sehr herzliche Artikel. Und auch auf dem Traumschiff mochte ich ihn sehr. Unterdessen ermittelt die Polizei, mahnt zu Skepsis bei angeblichen Promi-Begegnungen im Netz.